Wegen des Giftgasangriffs im syrischen Idlib ist der UN-Sicherheitsrat zusammengekommen. Bei dem Unglück kamen 72 Menschen ums Leben, 20 der Opfer waren Kinder. Die USA halten Machthaber Assad für den Angriff verantwortlich. Eine Untersuchungsgruppe der Vereinten Nationen bezeichnet den Einsatz von chemischen Waffen und Angriffe auf Krankenhäuser als Kriegsverbrechen. Das russische Verteidigungsministerium geht hingegen davon aus, dass Giftgas ausgetreten ist, nachdem Produktionsanlagen für chemische Waffen angegriffen wurden. Noch weiß man nicht, ob die Kampfflugzeuge, die für den Giftgasangriff verantwortlich sein sollen, russische oder syrische Maschinen sind. Die Anklageschrift für 19 Führungsangestellte der Zeitung Cumhuriyet wurde fertiggestellt. Einem Teil der Journalisten, die in Haft sind, drohen wegen Terrordelikten Gefängnisstrafen zwischen 7,5 und 43 Jahren. Der Prozess um den Geschäftsmann Reza Sarab hält weiter an. Nachdem der ehemalige US-Justizminister Mukasey und New Yorks früherer Bürgermeister Giuliani in das Verteidigungsteam von Sarab eingetreten sind und es Gespräche mit Präsident Erdogan gab, ist das Interesse an dem Gerichtsprozess um Reza Sarab in den USA gewachsen. Schlechte Nachricht für die Hauptbank von der Ratingagentur Moody's. Weil der stellvertretende Geschäftsführer des Geldinstituts offenbar illegale Geschäfte mit verdächtigen Personen getätigt haben soll, wird die Bank von der Ratingagentur unter Beobachtung genommen. Der Hauptbank droht deswegen ein schlechteres Rating. In den vergangenen Tagen wurden 30 Anwälte verhaftet, darunter auch der Rechtsbeistand von Meral Akşener Nuri Polat. Zuvor waren ebenfalls zahlreiche Personen verhaftet worden, die mit Akşener Wahlkampf gemacht haben. Am Flughafen von Bukarest wurde dem türkischen Geschäftsmann SC am 25. März der Reisepass abgenommen. Zuvor hatte der türkische Botschafter Koray Ertaş eine Namensliste an die rumänischen Behörden übergegeben. Der illegale Eingriff wurde in den rumänischen Medien stark kritisiert. In einer Zeitung wurde in der Überschrift die Frage gestellt, ob das rumänische Außenministerium für Erdogan arbeitet. Erneut Vorwürfe über das Verfassungsreferendum, das auch im Ausland abgehalten wird. Einem Bericht der Zeitung Sözcü zufolge hat einer der AKP-Führer von Duisburg, Ahmet Duran, sich vor einer versiegelten Wahlurne fotografieren lassen, noch bevor Wahlurnen in den Wahlbüros aufgestellt wurden. Die Krise der AKP mit Europa trifft zunehmend die hier lebenden Türken. Weil Alihan Turgut nicht ausreichend Deutsch spricht, wird der Kebabladen von Alihan Turgut in Österreich geschlossen. Viele Kunden halten die Entscheidung für politisch und unterstützen den Gastronomen. Der syrische Botschafter in Russland, Riyad Haddad, hat die Türkei bedroht. Die Türkei versuche durch seine einseitige Besetzung Syriens die Grenzen des Landes auszuweiten. Sollte die Türkei die Militäraktion nicht beenden, habe Syrien das Recht, sich mit allen Mitteln einschließlich militärischer zur Wehr zu setzen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat eine Spendeaktion für die in der Türkei verhafteten Journalisten gestartet. Mit den Erlösen soll vor dem 16. April Anzeigekampagnen in der Türkei finanziert werden. In der zweitgrößten Stadt des Irans, Mashhad, ist es zu einem Erdbeben der Stärke 6,1 gekommen. Das Epizentrum lag 33 Kilometer unter der Erdoberfläche. Derzeit ist noch unbekannt, ob es Opfer gab und wie hoch der Sachschaden ist.